Moin und herzlich willkommen zum inzwischen schon vierten Kanzeltisch am Vorabend des vierten Sonntags nach Ostern. Sie und ihr hört die Glocken wieder den Sonntag einläuten und gerade heute ist es gut, nochmal zurückzugucken auf den Anfang vom Kanzeltisch, der nämlich mit dem Stammtisch im Krug zu tun hat und zusammenhängt. Weil damals der und auch immer noch der Krug geschlossen ist und der Stammtisch nicht stattfinden kann, hatte ich mich entschlossen, hier einen Kanzeltisch zu machen, an dem das dann genauso gehen soll, wie das am Stammtisch ist. Da wird die Woche besprochen, was passiert ist, was wichtig war, wer dabei ist und wer tot geblieben ist und nicht mehr da ist. Und so habe ich in der letzten Woche mit zwei besonders, in besonderer Weise mit Menschen mich beschäftigt, die tot geblieben, die nicht mehr bei uns sind. Zum einen ist das der königliche Baurat Kosidowski aus Schleswig. Dieser königliche Baurat mit TH am Ende hat am 15. März 1902 eine Bestandszeichnung unserer St. Laurentiuskirche gefertigt. Und diese Bestandszeichnung wurde in den letzten Tagen aus den verstaubten Akten herausgeholt, weil in dieser Bestandszeichnung die Quadratmeterzahl der Grundfläche unserer Kirche verzeichnet ist. Und die wurde auf einmal wichtig, weil wir jetzt pro 10 Quadratmeter einen Gottesdienstbesucher in unsere Kirche hineinlassen dürfen. Und der königliche Baurat Kosidowski hat ermittelt, dass der Kirchensaal, was wir heute Kirchenschiff nennen, 128 Quadratmeter groß ist und der Chorraum 34 Quadratmeter, was in Summe 162 Quadratmeter macht. Und obwohl Mathe schwach, Religion war sein Fach, habe ich das doch geschafft, 162 durch 10 zu teilen. Und es sind nur 16 Personen, die wir in unsere Kirche hineinlassen dürfen zum Gottesdienst. Der königliche Baurat Kosidowski hat auf eine ganz besondere Weise auf einmal aus den alten Akten heraus unser Leben in dieser Kirche für die nächste Woche bestimmt. Und dann ist der Stammtisch noch in einer anderen Weise für mich wichtig gewesen, weil als ich ihn hier einführte, hatte ich den Chefkellner vor Augen, der zur Zeit, als ich hier in Satrup als Pastor, als junger Pastor anfing, der Kellner vom Dorfkrug war, Norbert Rauter. In dieser Woche ist er verstorben. Viele werden ihn in Erinnerung haben aus seiner Zeit, als er am Stammtisch die Menschen mit Bier und Wein und anderen Köstlichkeiten bediente und auch aus den letzten Jahren und Wochen, wo er auf seinem Fahrrad fahrend zu unserem Dorfbild einfach dazugehört hat. Jetzt ist er tot. Und hier am Kanzeltisch nehme ich Abschied von einem lieben Satruper und einem unserer Gemeindeglieder. Wie soll ich nun von diesem Ernsten zu dem Rätsel von Pepusch und Facebook
kommen. Nun, ganz einfach. Norbert hat so manches Mal an dem Tresen einen Feigling hervorgeholt. Hey, ihr könnt es raten, viele haben es erraten, die abgebildete Frucht war eine und ist eine Feige. Und einige haben auch herausgefunden, dass das Ficus carica ist. Feigling. Ein Stück weit gehört das zu Norbert, aber ich habe ganz andere Erinnerungen an ihn. Wenn ich in den Krug dann mal kam, dann hat er immer sofort in das Gefrierfach geguckt, ob dort das safranfarbene Goldgetränk zu finden ist. Ihr wisst Bescheid. Bleibt behütet. Tschüss.